Gnade mit euch, meine lieben, tapferen Freunde da draußen und herzlich willkommen zurück. Ich habe gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen hier in diesem Fahren-etwas-Gestell. Aber ich muss euch sagen, heute fühle ich mich irgendwie anders. Ich bin nicht mehr so wie gestern, nicht mehr so, ja, so aufgepeitscht. Ich bin ja hier durch die Gegend gerannt. Ich habe weder Erschöpfung gespürt, noch habe ich geschwitzt oder bin außer Atem gekommen. Ich hatte Kraft in dieser Hand. Das war der Wahnsinn. Ich habe die Bäume einfach so weggeschlagen. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Ich denke mal, oh, was ist das? Kirschen, oder? Was? Das sind Kirschen? Tomaten? Tomaten? Äpfel. Ah, Äpfel. Okay, ich packe die mal hier in diese Reihe. Kürbis habe ich auch noch. Der ist frisch. Okay, wird der irgendwann schlecht? Den habe ich ja gestern gepflückt. Das ist alles frisch. Okay. Ein bisschen Stein haben wir gesammelt. Ein bisschen Hanffasern. Also ich glaube, die haben mir irgendwas ins Essen gepackt vor meiner Abreise von dem Schiff. Als sie mich hier auf die Insel geschmissen haben. Im Auftrag der Familie Hammerson. Aber hier ist auch so gut wie nichts, ne? Wir sind letztes Mal ja aus der Richtung gekommen. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber wir haben einen Kirschbaum direkt bei uns am Lager. Das ist natürlich ausgezeichnet. Aber ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, hier die Berge hochzurennen. Das ist ganz schön anstrengend. Vielleicht gehe ich erstmal hier ganz hoch, um mir einen Überblick zu verschaffen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich merke schon mal, jetzt schmerzen auch meine Muskeln, wenn ich hier hochrenne. Das ist alles komplett anders. Was haben wir hier? Ah, das ist nur Farn. Also außer Farn, ein paar Pflanzen, ein Kirschbaum, habe ich jetzt noch nicht so viel gefunden auf dieser Insel. Aber vielleicht ist es auch unser Schicksal, beziehungsweise sollten wir darauf abzielen, diese Insel nicht ewig zu besiedeln, sondern dann weiterzureisen und eine weitere Insel zu suchen, die vielleicht besser geeignet ist. Ah, hier. Eisen, oder? Das habe ich doch... Ja, das kenne ich. Das ist Eisen. Aber schaut mal. Das dauert jetzt ganz schön lange. Oh, 9 Eisenerz. Sehr gut. Das können wir eventuell schmelzen. Steine. Und auch jetzt hier so einen Baum zu fällen, ist bei Weitem nicht mehr so einfach. Ah, ich hau ja immer auf die gleiche Stelle. Vielleicht sollte ich noch mal so ein bisschen wechseln. Jetzt fällt er. Baum fällt. Oh, fast hätte ich das Ding vom Kopf gekriegt. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, hier bei diesem Abenteuer, wo ich als Kundschafter eine Insel suche, die sich für meine, nicht meine, die sich für die Familie Hammerson lohnt, wo sie, das sind noch mehr Hanffasern, sehr gut. Ah, wir müssten uns dann bald mal irgendwie auch Werkzeug machen, dass wir hier Sachen ernten können und die später auch verwenden können. Hier ist, glaube ich, noch ein Apfelbaum. Ah, da hängen auf jeden Fall Äpfel dran. Sehr gut. Ich werde jetzt auch Hunger bekommen und Durst bekommen. Am ersten Tag war das ja nicht so. Hier ist auch Eisen. Oh, die Insel ist aber hier doch ganz schön groß. Sehr gut. Heute haben wir auch den ganzen Tag Zeit. Gestern bin ich ja gegen Mittag angekommen. Ah, wir haben den ganzen Tag Zeit, um hier alles zu erkunden. Hier ist auf jeden Fall eine riesige Fläche und da hinten scheint mehr Wald zu sein. Dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung weiter. Echt. Guck natürlich auch nach Höhlen, denn gerade die seltenen Erze sind für die Großfamilien unglaublich wichtig. Und darauf sind sie alle aus, auch die anderen Familien, die ihre Leute losschicken. Und ich hoffe, dass niemand hier ist, schon von einem anderen Haus, der mir eventuell diese Insel streitig machen kann. Aber wir sind wirklich so weit rausgefahren mit dem Schiff. Ah, noch ein Kürbis. Vielleicht sollte ich da warten, bis ich eine Sichel oder sowas habe. Und erstmal nicht alles abpflücken, weil hinterher habe ich hier gar nichts mehr. Dass ich vielleicht selber Kürbisse anpflanzen kann. Was ist das? Hm, ein Setzling anscheinend. Ja, die Insel scheint hier wirklich ziemlich karg zu sein. Aber wenn ich kehre mal zu unserem kleinen Lager zurück und bauen uns vielleicht ein Boot und versuchen einfach nochmal eine andere Insel zu erreichen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, alles ist neu hier für mich. Ich habe das auch meistens nur in der Theorie gelernt, als wir ausgebildet wurden, wir Kundschafter. Oh, ich bin total aus der Puste. Mal ein bisschen langsamer machen. Es gibt hier verschiedenste Baumsorten. Wir haben bis jetzt Birke gesammelt.
hauptsächlich. Naja, okay, die anderen Bäume hatte ich ja gleich verarbeitet. Aber das hier ist zum Beispiel ein anderer Baum. Ich kann ihn einfach mal fällen, um zu gucken, was das für Holz ist. Ja, ein bisschen hier rumarbeiten um den Baum. Ich habe auf jeden Fall schon mitgekriegt, wie freudig ihr das Ganze hier aufgenommen habt, dass ich jetzt endlich meine Arbeit hier begonnen habe. Und endlich. Ah, roter Ahorn. Okay, roter Ahorn. Ich weiß nicht, ob die Bäume auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Das ist auf jeden Fall eine Weide. Und normalerweise müsste hier dann irgendwo Wasser sein, sage ich immer so, ne? Wo Weiden sind, ist auch Wasser. Aber die steht hier einfach. Vielleicht gibt es da unten eine Quelle. Und die Insel ist schon recht groß, ne? Guck mal, da hinten geht sie überall noch weiter. Wie spät ist das? Oh. Ah, das war eine Biene. Also es gibt auf jeden Fall auch Insekten anscheinend hier, denn es gibt ja auch Blumen, also muss es auch Insekten geben. Logo. Ich gehe mal hier runter. Wir gucken uns einfach nochmal ein bisschen um und werden dann für uns entscheiden, ob wir auf dieser Insel bleiben. Und da bin ich natürlich auch auf euren Rat angewiesen, ob ihr sagt, ja, bleib erstmal auf der Insel oder zieh lieber weiter. Da gibt es bestimmt noch was anderes, besseres. Was wächst da oben? Erstmal zählt natürlich jetzt für uns, das scheint mir. Ja, wir bräuchten eigentlich Werkzeuge, ne? Wir bräuchten eigentlich Werkzeuge. Ich nehme die erstmal mit. Ich kann die ja ernten. Mais, ne? Maiskolben, sehr gut. Die ganzen Setzlinge, rote Ahorn. Hier haben wir Birke. Und hier haben wir. Okay. Warum kenne ich gar nicht? Na, hier sieht es schon recht hügelig aus. Und hier könnte ich mir auch noch mehr Äpfel. Ja, Äpfel können wir natürlich pflücken. Also alle Pflanzen, die wir pflücken können, sollten wir jetzt einsammeln. Weil die wachsen ja nach. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich kann man das dann nur alle, ja, paar Monde mal ernten hier. Die Äpfel. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal genug zu essen. Das scheint mir auch noch ein Apfelbaum zu sein. Ja. Es muss wohl auch irgendwo noch Kartoffeln geben. Aber da ist mir noch keine von über den Weg gelaufen. Und das ist echt eine riesige Ebene. Hier könnte man ja fast eine Stadt hinbauen. Warte, was ist das denn hier? Ah, eine Melone. Okay, die nehme ich mir auch mit. Jetzt reicht's aber. Erstmal genug eingesammelt. Ich gehe jetzt noch bis da hinten. Und dann würde ich erstmal zu unserem Strand zurückkehren. Außer wir finden jetzt noch eine richtig gute Stelle, wo wir viel besser unser ganzes Abenteuer starten können. Kundschaften ist natürlich jetzt erstmal das allererste, was wir machen. Habt ihr gehört? Das war ein Vogel. Aber man sieht die kaum. Halten sich anscheinend sehr versteckt, sind natürlich sehr scheu, nachdem was geschehen ist. Und hab. Oh, ich bin schon wieder aus der Puste. Mann, ich brauche noch mehr von der Suppe, die sie mir gestern gegeben haben, damit ich wieder hier ohne Ende rumrennen kann und einfach gar nicht außer Atem komme. Es ist schön warm, angenehm und ich friere nicht. Ich bin auch noch nicht durstig oder hungrig. Aber das kommt mit Sicherheit alles noch. Okay, was haben wir hier? Immer noch mal Mais. Den lasse ich jetzt aber mal hängen. Okay, jetzt sind wir anscheinend am anderen Strand der Insel angekommen. Ich gehe mal da hoch. Vielleicht können wir einen Blick werfen über das weite Meer, ob hier vielleicht noch Inseln in der Nachbarschaft sind. Ah, da hinten waren wir mit Sicherheit auch noch nicht. Also die Insel ist, ich sag mal, groß. Die Insel ist groß. Und dann würde ich mir erstmal so eine Art kleinen Unterschlupf bauen, dass wir nicht immer in diesem komischen Zelt schlafen müssen. Aber ich habe noch keine Höhlen irgendwo entdeckt oder ähnliches. Ah, da, was ist da? Da geht's noch weiter, da geht's noch viel weiter. Ha, wir haben jetzt ja nichts zurückgelassen, ne? Oh, hier ist ganz schön steil. Nicht, dass ich hier abstürze. Hui. Ja, jetzt ist die große Frage. Kehren wir zurück zu diesem kleinen Strand oder gehen wir da hinten hin? Da hinten, das sieht schon ziemlich interessant aus, ne? Und dann können wir da unser Lager aufbauen. Da, wo es interessant aussieht, das erscheint mir erstmal sinnvoller. Von hier oben hat man einen ganz guten Überblick, sieht, dass hier überall Pflanzen wachsen und gedeihen. Also meistens ist es hier leider Farn, der uns jetzt nicht so viel bringt. Aber hier dann noch immer mal wieder Mais. Ich hoffe, das war jetzt nicht der Maiskolben, an dem ich vorhin schon vorbeigekommen bin. So. Also außer Puste komme ich ziemlich schnell. Ich bin natürlich auch nicht gerade gut ausgestattet. Da werden wir noch dran arbeiten müssen.
werde einfach nochmal einen Baum mitnehmen. Oder naja, lass uns erstmal laufen. Erstmal laufen und suchen. Also diese erste Folge wird, also zweite Folge ja im Grunde, wird erstmal eine Erkundungsfolge sein. Ein Überblick sozusagen über die Insel, die wir hier ja für uns jetzt in Besitz nehmen wollen. Ja, hier unten ist es ein bisschen so ein klein, fast wie so eine Senke. Das ist eigentlich schon mal ganz nett. Was haben wir hier? Ah, das ist gut. Das ist Hanf. Da kann ich wahrscheinlich dann so Seile und sowas rausmachen. Das gefällt mir ganz gut. Hier mal einen etwas größeren Strand. Da hinten noch weitere Höhlen. Noch mehr Hanf nehme ich mit. Ich rapp den ja gleich so klein. Rapp. Ich rupp den gleich so klein. Hier ist schön. Allerdings ein bisschen laut hier am Strand, ne? Ich habe noch keine Höhle erspielt. Vielleicht gibt es auch gar keine Höhlen auf dieser Insel. Das mag sein. Da müssen wir uns halt selber welche buddeln. Hm. Aber ihr wisst ja, wie wichtig es ist, erstmal den idealen Standort zu finden. Ich gehe auf jeden Fall hier noch diese Landzunge lang. Obwohl wir da natürlich dann im weiteren Verlauf wenig Möglichkeiten haben. Auch mal ein bisschen hier nach oben. Schon wieder völlig aus der Puste. Die Tomaten werden mir wahrscheinlich auch ein bisschen Wasser wiedergeben. Und ich werde die auf jeden Fall mal im Inventar behalten, um zu gucken, wie lange die frisch bleiben. Oder ob die irgendwann dann tatsächlich schimmelig werden oder so. Oder nicht mehr genießbar sind. Dann müssen wir die irgendwie lagern. Ha. Gar nicht so einfach. Auf jeden Fall macht es riesig Spaß, hier meinen neuen Beruf sozusagen auszuüben und ja, diese Insel erstmal zu erkunden, um dann eventuell eine kleine Siedlung aufzubauen und dann weiter zu forschen, was gibt es hier in der Umgebung, was lohnt sich vielleicht. Hier könnte man sich natürlich überall in den Fels einfach reinschlagen und sozusagen seine eigenen Höhlen schaffen. Aber wir lassen uns mal überraschen, was die Welt uns zu bieten hat. An Erzen habe ich erstmal nur Eisen gefunden. Oh, mehr Hanf ist immer gut. Eine Wassermelone, die lassen wir mal liegen. Hatte ich ja gesagt. Aber das ist hier schon Auenland, ne? Das sind alles weite Auen. Natürlich sehr friedlich zum Leben. Hier zum Beispiel haben wir so eine große Fläche. Und ja, was wird die Familie machen, wenn sie hier eines Tages mal siedeln will? Die wird natürlich einen großen Hof bauen, wahrscheinlich eine Art Gutshof. Und damit müssen wir dann anfangen. Und dann können wir sozusagen, wenn wir den gebaut haben, können wir den der Familie präsentieren und sagen, hier, guck mal, das habe ich schon für euch vorbereitet. Und dann schicken sie vielleicht Leute. Dann schicken sie vielleicht Leute von ihrem Haus und ja, wir können dann hier sozusagen als Siedlungsgründer unseren Ruheabend verbringen. Das wäre doch mal schon ganz gut. Und wenn wir was Außergewöhnliches finden, dann werden wir vielleicht geehrt und kriegen noch einen höheren Status in dieser Welt. Ich werde euch nach und nach erzählen, was überhaupt passiert ist, wie es zu dieser Situation gekommen ist, was ist hier überhaupt geschehen. Die Insel scheint erstmal richtig, richtig groß. Ich dachte erst, es wäre nur so ein kleines Ding, weil ich nach einem halben Tag schon wieder ans Ziel gekommen bin. Pass auf, ich nehme jetzt einfach nochmal ein bisschen Eisen mit, weil wir werden Eisen brauchen, um uns bessere Werkzeuge zu machen. Pem. 12 Eisen waren das jetzt, die ich aus diesem Stein rausgekloppt habe. So, und hier scheint jetzt tatsächlich der nächste Strand zu sein. Da würde ich jetzt mal runtergehen einfach. Das sind einfach nur Büsche hier. Das ist es wieder. Habt ihr das gehört? Da ist doch irgendein Tier oder so. Da schon wieder. Eigenartig, eigenartig. Ja, hier ist das weite Meer. Aber hier ist nirgends in diesem weiten Meer irgendwo eine andere Insel zu sehen. Ich habe schon mal so Ausschau gehalten, um zu gucken, ob wir eventuell noch Nachbarinseln haben oder irgendwelche Schiffe hier vor der Insel liegen. Oh, jetzt geht schon die abendliche Musik los. Aber da war noch nichts, ne? Ich habe noch nichts am Horizont erspähen können. Was ist das hier?
Hier liegt Eisen. Hier ist so eine Art Moräne runtergegangen, oder was ist hier passiert? Oder hat sie gebrannt? Hier liegt auf jeden Fall ziemlich viel Eisen, was natürlich ganz genial ist. Das können wir wunderbar hier abbauen. Es hat sich hier freigespült. Und da hinten ist auch so ein Strand wieder. Oh, ich dachte, da bewegt sich gerade was, aber es ist einfach nur die Sonne gewesen. Okay, ich fäll noch mal einen Baum. Wir müssen ja hier ist ziemlich viel Eisen, das können wir schon mal ganz gut gebrauchen. Vielleicht sollten wir hier das erste Mal, das sieht fast aus, wenn es glüht, da hinter mir, also da rechts neben dem Baum, dieser Felsblock, schon mal beim Fallen, das alles ein bisschen klein hauen. Zack. Okay, Holz sammeln wir natürlich ein, wie immer. Und auch die Setzlinge. Und ich glaube, ich muss mir jetzt schon ein Nachtlager wieder bauen. Ach, guck mal hier. Ach, da stehen die Blumen vor. Ja, hier eine Eisenbucht wäre es, glaube ich, ganz günstig, hier ein Lager aufzuschlagen. Da unten ist auch so ein Strand. Das ist doch eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Und hier ist auch relativ gerade. Vielleicht können wir uns hier unsere erste kleine Hütte hinbauen. Aber erstmal muss ich jetzt natürlich wieder eine Werkbank bauen. Die hätte ich, glaube ich, auch abbauen können, die Werkbank. Aber die sind immer so schwer. Herstellen. Eine primitive Werkbank hergestellt. Sehr gut. Die stelle ich jetzt erstmal hier irgendwo hin. Dass ich auf H3. Dann nehme ich die mal hier hin. Zack. Und dann brauchen wir ein allgemeines Bett. Primitiver Unterschlupf. Dafür brauchen wir Stöcker. Okay. Also erstmal Holz machen. Machen wir mal, keine Ahnung, 14 Holz. Und aus dem Holz machen wir jetzt mal maximal Stöcker. So, und jetzt können wir ja dann gleich sagen, wir bauen uns jetzt diesen primitiven Unterschlupf. Da ist er. Herstellen. Einer soll reichen. Den stellen wir uns erstmal hier hin. Und dann werde ich heute nochmal die Nacht verbringen. Vielleicht hier unten. Hier am Strand. Obwohl, das ist ziemlich schräg. Ich schlafe lieber gerade. Aber hier liegen wir voll im Gras. Naja, ich hoffe, mich fressen nicht die Zecken in der Nacht. Ja, Freunde, die zweite Nacht ist angebrochen. Sternklarer Himmel, bis auf ein paar Wolken. Und wir schlafen hier auf unserem neuen Island. Und beim nächsten Mal erkunden wir das dann noch ein bisschen weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, um mit mir hier etwas zu gründen, etwas zu bauen, etwas zu erschaffen. Und sage nun von dieser Stelle, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus der Rising World.